Upgrade! Okay, jetzt kommt das Einzige, was wir noch nicht in der Umgebung haben. Oh, wir haben noch kein Schild. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von SimCity. Unsere Stadt hat sich in der letzten Zeit viel verändert. Unter anderem haben wir diese tollen... Oh Gott, pardon. Wolkenkratzer bekommen und was ist hier eigentlich? Oh mein Gott, abbrechen. ich brauche da gar nicht so viele, ne? Weil ich die ja jetzt auch verbrenne. Oh, nein, ich will... Oh Gott, ich krieg's gerade nicht gebacken. Ich will nämlich mal die letzte Müllhalde da wegmachen, weil... Die sieht blöd aus. Jetzt halt so ein bisschen Bodenverschmutzung geben. Aber was wir machen können, 14.000 gerade, ne? Das heißt, wir können mal den hier annehmen und neu holen. Und 63 reicht immer noch nicht. Ich kann auch den da machen. Annehmen und neu annehmen. Jetzt haben wir nämlich genügend Geld für die Recyclinganlage. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler war oder ob sich das lohnen wird. Wow, ich habe hier überhaupt keinen Platz. Mist. Blöd. Und da ist noch die blöde Straße. Wie unnötig. Okay, dann tun wir doch mal hier ganz knapp. Oh, ich will keine Kurve. Stopp, stopp, stopp. Das reicht wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das passt genau nicht. Wegen der blöden... Halt! Oh Gott. Ich will sie gerade haben, die Straße. Gib mir eine gerade Straße. So, jetzt. Ich mache das jetzt erstmal so. Dann kommt die Recyclinganlage. Recycling? Wo bist du? Hier. Recyclingzentrum kommt hier hin. Würde ich mal glatt sagen. Stellen Sie ein Recyclingzentrum auf. Recycling Service für Nachbarn verfügbar. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Gibt es dann da so ein kleines Intro, so nach dem Motto, hey, was du machen musst, wenn du Recyclinganlagen hast oder so? Weil sonst am Ende habe ich hier voll den Verlust. Wir müssen Passagiere abweisen, weil wir nicht so viele transportieren können. Ja, klar, kann ich noch neue Garagen bauen. Was? Dafür kriege ich jetzt eine extra Aufgabe? Ich habe das jetzt irgendwie schon gemacht. Ich baue den einfach noch einen neuen hin. 49 Minuten geht natürlich echt gar nicht. Ich habe die Moschee noch nicht wieder gebaut, fällt mir gerade auf. Die muss ich natürlich gleich wieder hinbauen. Schöne Moschee. Attraktion? Nein, Andacht natürlich. Moschee. Die kann eigentlich hier so daneben, ne? Sieht doch ganz nett aus. Was bauen wir denn jetzt hier hin? Da in dieses leere Eck. Hm. Ah, was wir nochmal machen könnten. Wir brauchen zwar... Brauchen wir Nachfrage überhaupt? Ja, doch so ein ganz bisschen Nachfrage brauchen wir. Und ich glaube sowieso, dass da mittlere ist, oder? Ist da nicht mittlere? Ja, genau. Das heißt, wir können da einfach... nochmal hinbauen, weil dann kommt da hoffentlich wieder so ein cooler, ihr wisst schon, so ein Hotel oder sowas. Oh, das sieht gut aus. Da weiß man gleich, was rot ist, ist abgegammelt. So kann ich das jetzt immer machen. Ach, das macht grün, wusste ich gar nicht. Krass. 627 Sims? Wie viel brauchen wir denn für die Uni? Ich sitze gerade voll hoch, fällt mir gerade auf. Bildung. 1177? Wir brauchen nur noch 33. Wow. Ich guck mal gleich, ob ich noch vor Haltestellen hinbauen kann. Komm zu uns. Wir haben schlaue Leute. Oder sowas in der Art. Wir brauchen Bewohner, fällt mir gerade auf. Ich baue das jetzt einfach erstmal mit Bewohner zu. Das ist mir gerade wurscht. Ladenbesucher der oberen Einkommensschicht, was die hier wieder reden, wenn der Tag lang ist. Ist ja nicht mehr feierlich. Mittlere. Oh. Außerhalb über aufgestellten Gebäuden. Was denn für aufgestellte Gebäude? Was habe ich denn hier aufgestellt, bitte? Über aufgestellten Gebäuden? Habe ich da irgendwas aufgestellt? Keine Ahnung, du. Komm schon. Nein, du. Okay, Pause. Tschüss. Sorry, wer auch immer da gerade gewohnt hat. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich hätte gerne... Über aufgestellten Gebäuden, du. Was? Da ist eine Haltestelle. Sorry, dass ich euch da gerade aus Versehen aus dem Haus geworfen habe. Das war keine Absicht. Ich wusste nicht, dass es nicht an euch liegt. Ich versuche es wieder gut zu machen irgendwann.
so. Und mache ich das jetzt hier halt so ein bisschen schepp. Genau, weil ich habe keinen. Ich kann da jetzt nicht mehr ewig in diesem Muster gehen. Das geht jetzt hier nicht. Das geht jetzt nicht mehr. Dann gucke ich mal grün, grün. Ich mache das hier mal weg. Oh, ups, falsch. Ich meinte das. Es kann ruhig weitergehen. Das da. Und mach hier an diese Ecken ein bisschen sowas davon hin. Sowas davon. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. ich guck mal noch kurz, wie überhaupt unsere Verteilung ist. Zufriedenheit, mache ich das mal so. Zufriedenheit, denen geht es irgendwie nicht so gut. Einkaufen hier macht wirklich Spaß. Was geht bei denen? Es sterben immer mehr. Ist einfach schrecklich. Was bitte? Krankheit. 2 Tote pro Tag. 16 pro Tag. 6 von 16 pro Tag verletzte Sims. Was? Versorgte. Okay, ach, jetzt kapiere ich's. Ach so, das heißt, haben wir nicht genügend? Also, sind irgendwie alle Warteräume voll oder woran liegt es gerade? Weiß es nicht, keine Ahnung, wird mir nicht gesagt. Steht nur, dass halt nicht alle behandelt werden. Aber da steht ja nicht, ob es irgendwie voll ist oder... Wow! Ah, Nachbarschaft. Ja klar, kann ich dir mal geben, ne? Fällt mir gerade auf. Dem da. Den kann ich jetzt alles... Keine Straßenverbindung dazu vorhanden. Warum ist der denn auch da hinten? Das ist was Blödes. Blöd, Mann. Wertstoffsammelwagen. Davon kann ich dir noch welche geben. Ich kann denen hier so alles geben. Hier, ich habe so voll den Luxus da. Und ich weiß gar nicht, wie viel Geld man davon kriegt. Monatliches Einkommen 0. Toll. Oh, jetzt sind, oh, hier sind ja voll viele Leute eingezogen. Krass. Fällt mir gerade auf erst. Ich will mal... muss ich da gerade immer gucken, was ich gerade machen will? Ich will eigentlich genau... Ich will mich mal in der Region umgucken. Oh, nervig. Geht das nicht? So, nur... Da sind 3 Leute eingezogen. Also 2-mal der gleiche. Aber die haben die gerade überhaupt irgendwelche? Oh mein Gott. Oh, das sieht man gerade nicht. Aber bei dem da sieht man es ja, oder? 8.299, 540 Einwohner hat der schon. Das ist ja süß. Kann ich voll gut sehen. Ach, vor 2 Wochen. Das habe ich irgendwie gar nicht gemerkt, dass da Leute eingezogen sind. Ups. Polizei will schon wieder irgendwas. Das Verbrechen regiert. Was hast du gesagt? Erweitern Sie die Einsatzkräfte. Stellen Sie sicher, keine Verkehrshindernisse gibt. Was? Oh mein Gott, alles blinkt. Bürgermeister, Klassenzimmer im Schluck sind randvoll. Wir brauchen mehr Klassenzimmer. Oh, die sind bestimmt auch noch voll teuer oder sowas. Bildung. Guck ich mal nach. Guck ich mal nach. Halt, erstmal gucken. 500, was? 551, die sind doch nicht randvoll. Also ich kann mal 2 noch einen Wagen dazu stellen und noch ein Schild, weil Schilder sind immer toll. 1167. Ich gucke jetzt noch mal kurz wegen der... Oh, 0. Ach so, weil Nacht ist. Schlau. Ich dachte gerade so, was? Kein einziger, der hier vorbeikommt. Das wäre natürlich ein bisschen arg blöd. Was ich jetzt auch mal machen kann, ist... Hier, mit S, mit CH. Daneben. Ach, das ist jetzt zu nah dran. Das ist ja blöd. So. Und so. Ah, stopp! Ich würde schon so. Genau so. So will ich das. Und es geht halt jetzt nicht mehr. Okay, das passt, aber das ist kein Problem. Dann kann ich nämlich hier das noch so ein bisschen hinmachen. Und da habe ich ja sowieso nichts hingetan. Ja, das ist ja perfekt. Dann ist hier noch so ein kleines Viereck entstanden. Super. Boah, die freuen sich alle über die gelben, die grünen Smileys, ey. Da werde ich ja ganz wuschig. Was ich auch mal machen könnte, das sieht nämlich gerade irgendwie sehr trostlos hier aus, ist Bäume aufstellen. Wo geht denn das? Natur, schätze ich mal. Bäume. Ah, und Pflanzen. Ah, so, mehrmals... Oh, 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 upsala. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Kann ja aber nicht schaden, ne? So. Die auch mal so ein bisschen. Da auch. Oh, 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 oh. Ach, man klickt immer nur einmal. Okay, ich hab's kapiert. Hier auch. Und da hinten am Rand so ein bisschen für euch.
Was zwar total komisch aussieht, weil dann der Wald auf einmal aufhört, aber passt. Weil Wald macht nämlich auch schön. Habe ich im Radio gesehen. ihr habt ja auch noch nicht so viel Wald, ne? Oh, okay, passt. Sonst werde ich ja hier noch arm, ne? Obwohl, eigentlich ist das voll günstig. Wir können hier so überall Wald hinhauen. Sagen wir für das Wertstoff... Oh ja, ich muss mal nach dem Wertstoffding gucken, was das macht. Wir brauchen mehr Müll. Oh, müssen wir dann nicht den Verbrenner wegmachen? Weil der muss ja eigentlich, okay, ich glaube, ich brauche irgendwie sowas wie Handel oder sowas. Fällt mir gerade... Muss ich, glaube ich, oder? Bergbau? Nein. Bohrung? Nein. Handel. Handelsdepot. Sowas, oder? Weil wir haben ja jetzt Recycling und das müssen wir dann... Ich muss mal gucken, was, ob sich das mit dem Recycling überhaupt lohnt. Steht es gerade hier irgendwo? Spezialisierung? Wahrscheinlich ist das das, ne? Minus 1500 im Moment, was auch immer das dann für mich heißt. Veranstaltung planen? Mach ich. Ach, jetzt kann ich mal gucken. Wegen der Bildung kurz, bevor ich das mache. Bitte waren es 1500. Nein! 1124, es wurden noch weniger. Mist! Wie viel sind denn hier? 500. Aber das ist doch dann nicht voll. Was haben die denn dann gesagt? Ich mache hier mal eine öffentliche Bibliothek hin. Sowas kann nie schaden. Sind dann zwar keine Schüler drin oder eigentlich so rein theoretisch, aber das ist mir jetzt gerade wurscht. Da habe ich keine Straße hingemacht. Das ist natürlich blöd. Die kann ich gleich mal in hoch machen. Ich mache die jetzt auch mal... Nee, ich will die aber nicht schräg machen. Wie ist denn das so von der Norm her? Die Monorm ist ja hässlich. Ups, das passt nicht. So. Ich will eine Straße haben. Okay, ich komme hier voll aus dem Konzept. Was war das nächste, was ich machen wollte? Recycling, Handelszentrum. Genau, dafür habe ich eine Straße gebraucht, damit ich das da daneben bauen kann. Mache ich da draus so eine Kurve darunter? Ich könnte es mal ausprobieren, ne? Sowas. Ein bisschen knapper, so. Warum hätte ich es eigentlich mit niedrig gemacht? Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich bin manchmal so ein wenig wuschig im Kopf. Dann gucke ich nochmal nach Handelszentrum. Das kann ich jetzt hier nämlich daneben stellen, so dass Platz ist. So. Okay. Export. Brauche ich da jetzt so einen Lagerplatz oder sowas? Lagerung, Kistenlieferung. Weltmarktlieferung verwalten. Sie müssen für den Ressourcenhandel oder mit ihren Nachbarn Lager hinzufügen. Okay, und ich habe ja, Recycling. Kunststoff? Das wird ja dann wohl das da sein, oder? Oh Gott, ich hoffe, ich mache hier gerade nicht irgendwie so einen riesen Fehler und bin so total dumm und krieg's überhaupt nicht gebacken oder sowas. Mit diesem Handelsdepot können Sie auf den Weltmarkt gehen. Fügen Sie einfach ein Speichermodul der Ressource hinzu, wählen Sie dann Handelsdepot aus, um Weltmarktlieferung zu verwalten. Kommen erst zum Ein- und Ausladen der Ressourcen hierher. Okay, dann gucken wir doch mal. Weltmarktlieferung verwalten. Plastik in Gebrauch. Aber wir brauchen den noch gar nicht. Ich würde mal sagen, wir exportieren Plastik. Weil wir den haben. Dann exportieren wir den und machen dadurch Geld. So ist meine Logik jetzt gerade. Sie möchten die allgemeine Hochschule erweitern. Sehen Sie sich an, was alles möglich ist. Eigentlich nicht. 1300. Ich meine, ich muss 1200 haben und ich habe insgesamt auszubildende Leute sowieso nur 1366. Das heißt, ich brauche mehr Bewohner. Da hängt der Haken. Da ist der Haus, hängt der Haussegen schief. Irgendwie ist das blöd mit diesem ganzen, dass es hier so um Ecken geht. Das ist echt ein bisschen suboptimal gestaltet von mir. Warum hat mich denn darauf keiner hingewiesen? Oh, Verwaltung. Upgrade. Okay, jetzt kommt das Einzige, was wir noch nicht in der Umgebung haben. Oh, wir haben noch kein Schild. Das geht ja nicht. Oh, wir haben schon alles in der... Was war mit Finanzabteilung? Ach, die habe ich selbst gebaut. Sicherheit, Tourismus. Aber die macht einen minus 500. Ich glaube, ich lasse das einfach, weil ich brauche es im Moment nicht. Also, pff, im Moment müsste das gehen. Es demonstriert nicht mal jemand. Namens Dr. Wu. Nein, ich will keinen Maxisman. Maxisman ist blöd. Ich will keinen Superhelden. Ich will das jetzt realistisch gestalten. Die einzelne Polizeiwache schafft die Arbeit allein nicht mehr. Wir sind eine große Stadt. Es wird Zeit, den Service auszubauen. Ein Polizeirevier. Wäre wahrscheinlich was, ne? Ich meine, wir machen im Moment plus 2300 in der Stadt.
Und wie viel zieht uns die da eh im Moment aus der Tasche, die Polizei? 1750. Und wie viel kostet ein Polizeirevier in groß? 1700. Na also, würde ich mal sagen, das lohnt sich alles ja gerade gar nicht. Also ich mach's, aber noch nicht jetzt. Was ich eigentlich auch mal machen könnte, das... Oh, das läuft gerade erst. Ach, es ist morgens. Ich dachte gerade, huch. Genau, ich will jetzt mal hier so eine parallele Straße dazu haben. Ich kann das gerade nicht ab, dass das hier immer so komisch schief ist. Das stört mich. Nein, stopp. Das Erste, was geht, ist... Nein. Oh Gott. Bitte, lass mich nicht im Stich. So, jetzt. Dann kann ich nämlich hier... Wow, ich wollte doch keine Kurve bauen. So. Dann mache ich das so. Hallo. Danke. Und dann so. Und, oh nein, das ist schief. Und so. Und das kann ich jetzt aber bestimmt nicht bauen, ne? Weil es mehr als vier Straßen sind. Schade. Aber... Hart, aber fair. Das ist jetzt aber blöd. Weil das ist dann so ein Riesenabteil. Okay. Dann, oh, wir brauchen Reichlinge. Da habe ich eigentlich nichts dagegen, du. Dann könnte ich theoretisch die Gegend hier aufstylen. Oh mein Gott, aber die Zeit ist schon wieder vorbei. Die Zeit verfliegt immer so. Das ist echt irgendwie ein bisschen schade. So. Und das Dreieck müsste eigentlich unbedingt irgendwas Cooles rein. So ein Park oder sowas Cooles. Weißt du was? Ich glaube, ich reiße die Parks. Na, ich weiß noch nicht, ob ich es abreiße. Aber hier drein vor allem, kommt ein Plaza in das Haus. Ist das jetzt schon obere? Nee, oder? Obere sieht dunkler aus, oder? Weiß nicht. Sieht obere dunkler aus? Ich weiß es gerade nicht. Ja, das. Wir haben nirgendwo obere. Krass. Dann machen wir den doch mal so ein bisschen upgraderig. Ups, oh mein Gott, halt, falsch. So. So, und graden den so ein bisschen ab und machen dann noch so ein kleines irgendwas. Oh mein Gott, klein, Leute, klein. Gibt's hier nichts Kleines? Krass, oh mein Gott, was ist hier gerade los? Warum ist das so komisch? Ich wollte den eigentlich upgraden, aber irgendwie... Warum ist das so? Wo ist unten die Leiste, dass man niedrig und hoch und sowas machen kann? Oder kamen die nur riesig? Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Oh, Scheibenkleister. Okay, ob das gut ausgeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, Jim mit Öl. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town. In one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's and we'll close the town in a whirl. And we won't come home until we kiss a girl.